gut, wir sind froh, haben wir uns qualifiziert für die nächste Runde. Ich denke, wir haben sicher mehr für das Spiel gemacht, haben gerade auch erste Halbzeit Möglichkeiten, haben zweite Halbzeit auch noch Möglichkeiten, haben einen Meter noch geschossen. Und dann kann es aber natürlich auch in so einem Spiel anders ausgehen, dass dann plötzlich der Gegner mit einem Schuss oder mit einem Standard dann eine Chance bekommt und ein Tor fangen kann. Das ist nicht passiert, wir haben das zweite noch gemacht und war dann okay. احنا السؤال طبعا بالتأهل للدور الثاني في الكاس كان ممكن النتيجة تبقى شكلها المفروض أحسن من كده، يعني كان في يعني نتيجة ممكن أو نتيجة المباراة كان المفروض شكلها يبقى أفضل تبعا للنتائج للفرص اللي جات لنا. الشوط الأولاني جات لنا فرص كتير قوي، الشوط الثاني برضه فرص كتير جدا بنضيع كتير. في الأخر في الماتشات اللي زي دي كمان بيبقى في خطورة إن أنت ممكن تاخد جون بهجمة مرتدة يقلب لك الماتش ويعقربه، فإحنا كنا زي ما يكون من صعب الماتش علينا شوية، بس جبنا جون تاني وكسبنا 2-0 وخلاص. بس Gratuliere für den Sieg heute und das Qualifizieren in der Pokal. Obwohl dann der Ahli dann das Spiel fast dominiert hat, aber hat so viele Chancen vergibt, unendlich, also so viele. Und wie Sie selber gesagt haben, dann der Gegner hätte dann vielleicht mit einem Standard oder einem Konter dann hätte unentschieden gespielt und dann geht man in der Verlängerung vielleicht 11 Meter und dann sieht es ganz anders aus. Jetzt kommen wir zum Punkt dann Chancen vergeben. Wie sieht es dann mit dem neuen Stürmer aus, den ausländischen Stürmer? Ich glaube, dann El Ahli braucht so einen Stürmer. Wie sieht es aktuell? Dann haben Sie schon jemanden verpflichtet? Nein, wir haben noch keinen verpflichtet. Es ist aber so, dass wir nach wie vor dran sind. Wir haben da ja auch noch Zeit und wir müssen noch ein bisschen geduldig bleiben. احنا لسه ما انهيناش صفقة المهاجم، لسه بنشوف ومستمرين في الموضوع، وإن شاء الله عندنا وقت لسه إن احنا نخلص الموضوع. Es wird gesagt, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern wollen. Außer dass Ihre Wünsche und dass einer der Wünsche, die wir gehört haben, dass Sie einen neuen Stürmer holen, dass Sie beides verbinden, dass Sie die Vertragsverlängerung mit das Umsetzen Ihrer Wünsche zusammen also verbunden haben. Ja, also, wo hat er das gehört? Von mir, nicht? Agit Masmerci Damini, am Wolschkalender. Aber ich wollte nur wissen, ob es stimmt oder nicht. Ja, nein. Wir suchen noch Stürmer. Wir suchen natürlich einen Stürmer noch. Aber ja, das ist nicht abhängig. احنا لسه بندور على مهاجم، بس الموضوع ده مش مربوط بده. Meine Frage dann über die verspätete Auswechsel. Warum haben Sie dann, waren Sie sicher oder haben Sie Vertrauen an der Gruppe, die schon auf dem Platz war? Oder gab es einen anderen Grund, warum Sie so spät dann die Spieler gewechselt haben? Ja, obwohl die viele Chancen vergeben haben. Wer sagt dann, dass man ihn auswechseln muss? Romini, wir holen ihn, lassen wir غير أصلا. Wo steht das geschrieben? هل مكتوب في أي كتاب إن أنا لازم أغير أصلا؟ Je nach Spiel, wie das Spiel läuft. Genau. بالضبط. بالضبط. تبعا للماتش. تبعا للموقف في المباراة. تبعا للنتيجة. تبعا للإصابات. لكن ما فيش أي حاجة بتقول في الكورة إني لازم أغير. Dann hat es ja viele unter den Fans oder Journalisten gesagt, ja, warum wechselt er so spät aus? Ja, weil ich auf der einen Seite Vertrauen habe in die, auf der anderen Seite, okay, vielleicht
Ja, muss ich mal früher auswechseln oder vielleicht passt mir mal etwas nicht taktisch und dann wechsle ich früher aus. Aber grundsätzlich habe ich die, die auf dem Platz stehen, dann das Vertrauen, darum spielen sie auch von Anfang an. الجمهور بيتكلم كتير والصحفيين على موضوع تأخير التغييرات بتاعي ده، وأنا شايفه موضوع غريب جدا، لأن هو كل ماتش ليه ظروفه. من ناحيه انا ببقى واثق في التشكيل وفي الفرقه اللي انا منزلها، واثق في امكانياتهم، واثق ان هم يقدروا يرجعوا، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو مش تغيير للتغيير، ومش تغيير وخلاص في الوقت المعين، هي التغيير لما بلاقي ان انا عايز اغير حاجه تكتيكيه، في حاجه شايفها ما بتتعملش كويس، نبهت اكتر من مره عليها، فببدا ادي اللعيب فرصه اتنين ابدا اغيره. فالتغيير مش محطوط له ساعه لازم اغير فيها بالدقيقه، ولا كمان لازم اغير اصلا. Aber ich habe auch Vertrauen in die, die draußen sind. Ja? Weil wir haben jetzt auch in diesem Jahr, wir haben so viele Spiele gespielt, so viele Reisen gehabt und dann haben wir auch durchgewechselt. Und ja, und ich glaube, die, die im Kader sind, haben das Vertrauen. Und wenn sie nicht mehr da sind, okay, dann wünsche ich ihnen alles Gute für den neuen Verein. كمان انا عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي قاعده بره، يعني مش مثلا بثق في دول اكتر من دول، لا انا بثق في المجموعه اللي بره، وهي العمليه زي ما انتم شفتوا في الموسم كله انا بدور كتير وكله بيلعب وكله ده مره بيبدا ده مره بيبدا، فانا عندي ثقه في الاثنين اللي بره واللي جوه، عندي ثقه في القايمه كلها لغايه لما بيخرج من الفريق، وساعتها بتمنى له التوفيق في النادي الجديد، لكن طول ما هو بيلعب جوه النادي الاهلي فانا عندي ثقه في كل لعيب جوه وبره. في كل مباراه بتختلف. Man sieht, dass Sie immer Notizen machen dann auf ein Stück Papier. Dann Sie haben diese Saison eigentlich alles geholt, was man holen kann. Kann man auch dann fragen, sehen Sie immer noch Fehler in der Mannschaft oder Sachen, die noch fehlen? Deshalb dann notieren Sie immer noch dann Notizen? Nein, ich schreibe nicht nur das, ich schreibe gelbe Karten auf, ich schreibe Auswechslungen auf, weil ich das eigentlich alles notiere, auch bei mir, auf meinem Computer. Wenn irgendwas ist, kann ich nachschauen und dementsprechend schreibe ich dann vielleicht ab und zu mal auch was auf, was wir besser machen müssen oder was wir verbessern können im Training. مش بكتب بس الحاجات دي في الورقة، أنا بكتب مثلا التغييرات بتاعتنا وبتاعت المنافس، بكتب الكروت الصفراء بتاعتنا، بدون ملحوظات في المباراة لأني بكتبها بعد كده في الكمبيوتر بتاعي، بسجلها، بستفيد بالمعلومات دي بعد كده في حاجات تانية. لكن ممكن من حين لاخر ادون حاجه ابقى شايف ان احنا ممكن نتكلم فيها في التمرين او نعملها في التمرين، بس ده مش كتير، بس ده اللي انا بكتبه يعني. انا معلش هقطع حضرتك لاني ما فهمتش السؤال، حضرتك رحت في حراسه المرمى وبعدين رحت في حته تانية، فانا ما كله مش تمام. احنا المفروض في مصر نتجرب في ماتشات الكاس. تمام. Wir sind daran gewöhnt, ich weiß nicht, ich habe ihm gesagt, wo gewöhnt, gewöhnt, ich habe das nie gehört, dass immer im Pokal, dass die Trainer immer die Auswechselspieler oder nicht die Stammspieler spielen lassen. Sogar dann die Torhüter, die zweite Torhüter oder dritte Torhüter bekommen immer Chancen im Pokal. Die geben immer den Spielern mehr Chancen, die nicht regelmäßig spielen im Pokal. Aber im Gegensatz haben sie heute mit der ganzen Mannschaft gespielt. Obwohl Sie beim letzten Spiel schon von die Müdigkeit gesprochen haben, dann von der Spiele am Ende der Saison. Haben Sie vor, dann, aber trotzdem, wie gesagt, haben Sie heute dann mit der vollen Mannschaft gespielt. Es ist so, dass Sie Sorgen hatten dann über die Überraschungen im Pokal und haben Sie vor, dann bis die letzten zwei Spiele der Saison mit der vollen Mannschaft spielen. Ja, also die, wo ich das Gefühl habe, jetzt auch im Training, sagen wir noch, dann eine Trainingseinheit, bevor wir dann das letzte Spiel spielen.
und dann denen, wo ich das beste Gefühl habe, da werde ich sie einsetzen. Aber ja, habe ich jetzt noch nie gehört. Also, es gibt in Europa teilweise auch, dass der Trainer sagt, der eine spielt in der Meisterschaft, der andere spielt im Pokal, aber ich finde das keine gute. موضوع حراسة المرمى واحد يلعب في الدوري واحد يلعب في الكاس دي يعني موجودة في أوروبا شوية أو موجودة في بعض الفرق لكن أنا مش بشوفها فكرة كويسة خالص ورافضها تماما. أنا بختار التشكيل على حسب مين اللي بيأدي في التمرين كويس اللي أنا واثق إن أنا أو عندي إحساس كويس إن هم دول يكسبوني النهاردة فبشوفهم في التمرين فببدأ بيهم بس ما بفكرش فكرة مين أساسي ومين بديل ما عنديش أصلا الفكرة دي. Nee, also nichts ab. Warum? Also nochmal dann, die haben dann von der Müdigkeit beschwert, aber trotzdem lassen die die Spieler spielen. Ja, aber die haben 3 Tage frei bekommen. Also ist, sind sie ja richtig frisch gewesen. اللعيبه انا اديتها اصلا 3 ايام اجازه تلعب الاسيدي كلها واخده 3 ايام اجازه هروح سلبيه كامله فراجعين فريش وان شاء الله نكمل بيهم الماتشين.